Canva hat es wieder einige tolle neue Updates gegeben und welche verrate ich dir im heutigen Canva-Tutorial. Also ich würde vorschlagen, wir loggen uns schon mal ein und bleib auf alle Fälle bis zum Schluss dabei, denn dann bist du top informiert über alle neuen Updates. Auf der Startseite hier in Canva findest du immer den Button zuletzt aufgerufene Designs. Das Problem ist, du kannst hier nicht sortieren. Das heißt, wenn du auf der Suche bist nach deinem letzten erstellten Design, dann hast du hier Schwierigkeiten, dieses zu finden. Du hast aber die Möglichkeit, hier unter dem Button Projekte zu gehen und dort hast du nämlich jetzt eine Sortiermöglichkeit. Du kannst hier zum Beispiel deine Designs und deine Ordner nach den relevantesten Ergebnissen, zuletzt bearbeiteten Ordnern, älteste Ordner oder auch hier ganz normal alphabetisch von A bis Z sortieren. Also wenn du deinen Designs oder deinen Ordnern einen entsprechend prägnanten Namen vergeben hast, dann findest du jetzt hier mit einem Klick wirklich deine Ordner und deine Designs. Ein weiteres cooles Update betrifft die Linien in Canva. Ich habe jetzt hier mal eine ganz einfache Grafik erstellt. Es soll eben darstellen, du hast deinen Startpunkt, das ist das Ziel und das ist natürlich der Weg dorthin. Und die Linien in Canva, die kannst du jetzt mit einem Text versehen. Dafür klickst du einfach einmal doppelt mit der linken Maustaste auf deinen Pfeil und jetzt kannst du dem entsprechend einen Text geben. Zum Beispiel, ich schreibe jetzt hier mal deinen Weg dorthin, ne, zum Ziel. Und dann kannst du natürlich die Schriftart noch einstellen, die Schriftgröße einstellen und du siehst, so hast du deine Linie im Nu beschriftet. Wenn du bereits Videos in Canva erstellst, dann kennst du sicherlich auch schon die Übergänge, die du bei den einzelnen Seiten hinterlegen kannst. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Reel-Vorlage aufgerufen und zwar ist es eine Vorlage, die du auch von mir direkt in Canva finden kannst, zu drei Tipps. Du siehst hier, da ist auch schon ein Übergang zwischen den einzelnen Seiten hinterlegt. Diesen können wir aber ändern, indem wir hier einfach draufklicken und dann findest du jetzt hier neu bei den Übergängen den Übergang Flow. Und wenn wir uns den mal ansehen hier in der Voransicht, dann siehst du genau, was passiert. Es wird hier eben ein entsprechender Übergang als Flow zwischen den einzelnen Seiten generiert. Wenn wir einmal draufklicken, kannst du auch hier wieder die Dauer entsprechend einstellen, die Richtung, in welche Richtung der Text in dem Fall fließen soll. Also eine richtig coole neue Übergangsfunktion, die auch die Videos in Canva noch cooler gestalten lässt. Wenn du wissen möchtest, wie du Kurzvideos in Canva zum Beispiel für deine Instagram oder Facebook Reels erstellen kannst, dann schau gerne bei meinen vorangegangenen Videos vorbei. Ich verlinke dir hier die Playlist, da findest du schon ganz viel Input zu Kurzvideoerstellung in Canva. Als nächstes schauen wir uns mal die Designoberfläche an. Dort hat es nämlich auch eine kleine Änderung gegeben. Hier links in der Seitenleiste hattest du ganz unten normalerweise die drei Punkte mit mehr. Die sind jetzt dem Punkt Apps gewichen. Und dort, wenn du einmal draufklickst, dann findest du eigentlich alles, was du bisher unter den drei Punkten mehr gefunden hast. Also unter anderem die Foto-, Audio- und Video-Library von Canva, die Diagramme, deine Logos, falls du diese in den Markenunterlagen hinterlegt hast. Das ist ein Pro-Feature. Schau gerne in der Videobeschreibung vorbei, falls du Canva Pro mal kostenlos austesten möchtest. Und du findest dort eben auch die tolle Funktion Text-to-Image. Diesen KI-Generator, wo du wirklich aus dem Text ein Bild zaubern kannst. Wie das funktioniert, habe ich dir auch schon in einem ausführlichen Tutorial vorgestellt. Aber dort hat es jetzt eben auch ein neues Update gegeben. Das heißt, wir klicken hier jetzt einfach mal auf die Text-to-Image-App. Dort hast du eben die Möglichkeit, als Suchbegriff genau zu beschreiben, welches Foto du gerne haben möchtest. Wir sagen jetzt hier mal, ein Panda fährt auf einem Fahrrad durch eine Stadt mit Tiefenschärfe. Ja, das wird uns hier schon vorgeschlagen. Und du siehst nämlich, jetzt kannst du auch in jeglicher Sprache deine Suchanfrage eingeben. Zu Beginn war das Ganze in der Regel nur auf Englisch möglich. Jetzt kannst du hier auch schön deine deutschen Suchbegriffe eingeben, was dir dieser Textgenerator eben hier auch als Foto ausspucken soll. Dann hast du hier die Möglichkeit, einen Stil auszuwählen, was es werden soll. Wir nehmen jetzt hier mal Concept Art. Und die Neuerung, die es jetzt hier eben auch noch gibt, ist diese, dass du sagen kannst, es soll ein Quadrat werden, ein Querformatbild oder ein Hochkantformatbild. Ich gehe jetzt mal hier auf Hochkantformat, weil ich hier in meiner Vorlage mich an einem Instagram-Story-Format bedient habe, also an einem Hochformat. Gehen auf Bild erstellen und dann dauert es einen kurzen Moment, bis dieser KI-Generator das Ganze im Hintergrund verarbeitet. Und du siehst, uns werden jetzt hier unterschiedliche Bilder vorgeschlagen.
die wir anklicken können und uns anschauen können. Und das ist natürlich schon richtig cool, was hier erstellt wurde von Canva, von diesem Generator. Das finde ich ja richtig genial. Also du siehst, es ist wirklich ein Panda auf dem Fahrrad mit einer entsprechenden Stadt im Hintergrund. Das Ganze auch wirklich mit Tiefenschärfe als 3D dargestellt. Also eine richtig coole Funktion in Canva. Noch eine richtig coole Funktion, die es jetzt bei den Videos in Canva gibt. Du siehst jetzt hier, das ist auch wieder eine entsprechende Vorlage. Die findest du auch in Canva direkt von mir. Ich verlinke dir die Vorlage in der Videobeschreibung. Du kannst diese zum Beispiel nutzen für deine Story oder für ein Reel. Und beim Herunterladen, beziehungsweise hier unter dem Teilen-Button, wenn du jetzt auf Download gehst und auf MP4-Video, dann hast du jetzt die Möglichkeit, die Qualität auf ein 4K Videoformat auszuwählen und auf Download zu gehen. Es wird wirklich in 4K entsprechend generiert und heruntergeladen. Weitere coole Neuigkeiten gibt es bei Canva Docs. Wenn du hier auf Docs klickst, dann findest du hier unterschiedliche Vorlagen, die du für deine Designs verwenden kannst. Kannst hier auf alle Anzeigen gehen und du siehst, es gibt jetzt schon wesentlich mehr Docs-Vorlagen als noch vor kurzem. Also das sind ganz viele unterschiedliche Vorlagen, die du jetzt nutzen kannst. Du siehst hier zum Beispiel schon sowas wie einen Lehrplan. Du findest hier eine Meeting-Agenda, einen Weekly-Planner. Diese Vorlagen kannst du alle für deine Designs verwenden und natürlich ganz individuell in Canva Docs anpassen. Wenn wir einfach mal auf eine Vorlage draufklicken, auf Passe diese Vorlage entsprechend draufklicken, dann öffnet sich das Ganze. Und wir können, wie gesagt, die Vorlage noch komplett nach unseren Wünschen und Bedürfnissen anpassen. Dort einfach reinklicken. Und dann haben wir hier immer dieses Pluszeichen und das ist jetzt auch eine Neuigkeit. Bei den Canva Docs kannst du jetzt hier auch Kreisdiagramme, Balkendiagramme, Liniendiagramme erstellen und wirklich in deinem Design nutzen. Das ist wie bei den normalen Diagrammen, die du in Canva zum Beispiel auch für Social Media Posts verwenden kannst oder in deinen Präsentationen. Hast du hier die Möglichkeit, die Daten einzugeben, sogar CSV-Dateien hochzuladen, Google Sheet hochzuladen, um entsprechend deine Dateien dann wirklich in einem Graph darzustellen. Also diese Funktion haben sie jetzt auch integriert in Canva Docs. Richtig klasse. Und das Coole ist an dem Ganzen wirklich dein Canva Doc, wenn du das mit anderen teilst, sieht es auch in der Mobilansicht richtig cool aus. Also selbst die Graphen werden entsprechend in der Mobilversion passend dargestellt. Also das Ganze ist wirklich mobil responsive. Schreib mir gerne in die Kommentare, welches der Updates dir am besten gefällt. Und trag dich auch gerne in meinen Newsletter ein, denn dann bist du auch immer top informiert über die neuesten Updates in Canva. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.